Ja, der aktuelle Fortschritt ist so, dass wir in einem Monat sämtliche Wohnungen beziehen können. Ein Gebäude ist fast fertig, zumindest einige Wohnungen sind schon kurz vor der Komplettierung. Beim zweiten Bau sind mittlerweile auch alle Module angeliefert und wir sind gute Dinge, dass wir den Bezugszeitpunkt, den Bezugstermin 21. Dezember kurz vor Weihnachten einhalten können. Wie sind denn die bisherigen Rückmeldungen zu diesen Wohnungen? Durchwegs positiv, und wenn man sich selber ein Bild macht, sieht man, dass so ein derartiges Gebäude gegenüber einem Massivbau kaum Abstriche machen muss. Ja, also es läuft alles nach Plan. Es hat trotz kurzfristiger Planungszeit und trotz kurzfristiger Herstellungszeit ist alles planmäßig abgelaufen. Ja, und somit, man sieht es selber, das Ergebnis spricht für sich. Wir können am 21.12. die Wohnungen beziehen. Es werden Restarbeiten, wir draußen an Lage werden natürlich noch fehlen, das ist klar. Also Asphaltierungsarbeiten können temperatur- und witterungsbedingt nicht mehr durchgeführt werden. Es wird auch sonst, der Rasen wird nicht mehr wachsen im heurigen Jahr, aber ansonsten, wie gesagt, die Wohnungen sind sicher bezugsfertig. Ja, also brandschutzmäßig entspricht es natürlich dem Standard, der im Vorarlberg gefordert wird, das ist ganz klar. Durch das, dass es sich um einen Massivholzbau handelt, wird es sicher keine Probleme geben, dass das einfacher zu entzünden ist wie jeder andere Bau. Also das ist keine Frage. Es sind auch die Hohlräume, wo im Bereich der Installationsschächte und so weiter liegen, die sind alle abgeschottet und ausbetoniert. Also wie gesagt, es entspricht dem heutigen Standard zu 100%. Wird das die Zukunft sein der Vogelwose, beziehungsweise wie viele Projekte dieser Art sind noch geplant? Es wird, so denke ich, nicht ausschließlich die Zukunft der Vogelwose sein, aber ein Teil der Zukunft, vor allem wenn wir nicht nur die Bauzeit verkürzen wollen, sondern auch von den derzeit hohen Errichtungskosten herunterkommen wollen, weil wir hier ja ca. 30% weniger Errichtungskosten haben wie im vergleichbaren konventionellen Wohnbau. Wir haben aktuell ein weiteres Bauvorhaben in Feldkirch in Vorbereitung mit 10 Wohnungen und da gab es auch schon ein Bauverfahren. Und wir haben ein weiteres Vorhaben in Höchst mit 30 Wohnungen, wo wir in der Vorbereitung, in der Planung uns befinden.